schrecklich. Wie kann denn sowas passieren? Wir stehen hier vor einem Flammenmeer, das Amerika noch nie zuvor gesehen hat. Das sind die Überreste von Raccoon City, nachdem die Armee eine Rakete darauf abgefeuert hat. Sein sollte, gibt es kaum noch Hoffnung, unter den 100.000 Einwohnern der Stadt Überlebende zu finden. Herr Präsident, in welchem Zusammenhang steht die Umbrella Corporation mit dieser biologischen Bedrohung? Die Pressekonferenz ist beendet. Vielen Dank. Genau. 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 Wir werden alle nur erdenklichen Maßnahmen ergreifen, damit eine Katastrophe, wie Raccoon City sie erlebt hat, nicht wieder vorkommen kann. Nicht wieder vorkommen kann. Das ist nicht wahr. Das ist nicht zu fassen. Leon has panic. Man kann die Infektion nur stoppen, indem man das Gehirn des Infizierten zerstört. Ihr Gehirn zerstört? Und wie mache ich das? Schießen Sie ihn in den Kopf. Umbrella gibt es. Aber der Virus, den wir uns hinterlassen haben, wird weiter. Vor 7 Jahren hat sich unser aller Leben Ich kämpfe dafür, dass der Virus aus der Welt verschwindet. Wenn man nicht mal versucht, ein Leben zu retten, dann sind alle anderen auch verloren.